Meine Damen und Herren, in dieser ersten Vorlesung zur Methode der finiten Elemente möchte ich Ihnen eine grundlegende Einführung geben. Dabei werden wir noch nichts programmieren, weil die Methode der finiten Elemente ist an sich genommen so komplex und so weitreichend, dass darüber Bücher geschrieben sind, die viele, viele hundert Seiten haben. Ich weiß nicht, ob Zienkiewicz oder ähnliche Klassiker die Methode der finiten Elemente nicht zweibändig und sogar 1000 Seiten haben. Das geht in einer einzelnen Vorlesung nicht zu erklären. Ich habe mir deswegen lange überlegt, wie erklärt man überhaupt das Prinzip der finiten Elemente und habe da so langsam Schritt für Schritt ein Kochrezept aus wenigen Schritten herausgearbeitet, welches natürlich aufgrund dessen, dass es ein einfaches Kochrezept ist, in keinster Weise vollständig ist. Tausende von Seiten über finite Elemente entstehen dadurch, dass es zu diesem Kochrezept verschiedenste Variationen gibt, dass es überall Abweichungen gibt, immer etwas anders gemacht wird, unterschiedliche Arten von Differentialgleichungen gelöst werden etc. Aber das hilft nicht weiter. Sie können nicht mit dem Zienkiewicz oder ähnlichen Grundlagen zu finiten Elemente starten und die finiten Elemente lernen. Da müssten Sie dann eben erst 1000 Seiten lesen und könnten dann vielleicht ein bisschen was programmieren. Also von daher erstmal ein allgemeines, grundlegendes Kochrezept. Warum finite Elemente? Finite Elemente werden heute überall immer noch angewendet. Oder was heißt immer noch? Immer angewendet. Und Freunde der Methode der finiten Elemente werden sicherlich die Nachteile, die finiten Elemente haben, immer weiter versuchen zu verbessern, sodass meines Erachtens es mittlerweile zu einer Konvergenz, ein Vermischen von verschiedensten Verfahren, finite Differenzen, Ideen, finite Volumen, Ideen, finite Elemente, Ideen kommen. Finite Elemente sind in grundlegenden strömungsmechanischen Systemen implementiert, so zum Beispiel in dem Telemax-System, und das wäre die Werbepause, was Sie mittlerweile kostenfrei im Internet sich herunterladen können, im MATLAB-PDE-Tool, was wir hier fleißig benutzen zu Lehrzwecken, oder aber auch in teuren kommerziellen Programmsystemen, die nicht nur Strömungsmechanik, die auch gesamte Strukturmechanik, Systemtheorie etc. kennen, wie ANSYS. Alle diese Verfahren basieren auf der sehr allgemeinen Methode der finiten Elemente, und ich habe hier aus dem Telemax-System das schöne Beispiel eines Dammbruches, des Malpassé-Damms genommen, wo Sie eine Damms, den die Ausbreitung einer Dammbruchwelle sehen. Ja, das also so zur Einwendung. Finite Elemente sehen Sie überall. Meistens denkt man daran, wenn es Dreiecksgitter sind, dann sind es finite Elemente, aber das hatte ich in den finite Volumenvorlesungen ja schon gezeigt. Es gehen auch andere Verfahren auf Dreiecksgittern zu arbeiten. Womit fängt das an? Die finiten Elemente fangen mit einer Differentialgleichung an. Und diese Differentialgleichung schreibt man in der einfachsten Form a mal u gleich f. Gesucht bei partiellen Differentialgleichungen ist immer u. U, nicht f, wie man vielleicht denken könnte, sondern u hat sich eingebürgert als der Buchstabe für die gesuchte Lösungsfunktion. Und a soll nun ein Differentialapparator sein. A könnte also die Ableitung von u nach x sein. A könnte aber auch mehrere Ableitungen, wie zum Beispiel in einer Transportgleichung, du nach dt plus irgendwas du nach dx plus irgendwas dv nach was auch immer. Also A ist ein Differentialapparator, besteht also aus Ableitungen. Und das ist irgendwas f. Das ist aber völlig egal, wie dieses aussieht. Es stehen hier aber Ableitungen. Und wir wollen am Ende des Tages, at the end of the day, wollen wir dieses Differentialgleichungssystem in ein Matrix-System umformen. Und deswegen bietet sich die Schreibweise schon an. Wenn hier also am Ende eine Matrix steht und hier ein Vektor, den wir suchen, dann müssen wir nur diese Matrix invertieren und dann bekommen wir die Lösung heraus. Das heißt, deswegen auch diese Schreibweise, am Ende wollen wir diese Matrix hier invertieren und dann ist unsere gesuchte Lösung U ist gleich A hoch minus 1 mal F. Wir wollen also ein Differentialgleichungssystem in ein lineares Gleichungssystem überführen. Wie kann man das machen? Die erste Idee ist, und deswegen sollten Sie zu dieser Vorlesung unbedingt meine Vorlesung Interpolation auf finiten Elementen gehört haben, ist, unsere Lösung durch Lagrange-Ansatzfunktion zu ersetzen. Wir suchen auf einem Gitter eine Funktion, die diese Differentialgleichung erfüllt, auch wenn sie jetzt nicht so aussieht,
und ersetzen diese Funktion erstmal durch eine Lagrange Ansatzfunktion. Durch eine Lagrange Ansatzfunktion kann ich ja jede Funktion stückweise darstellen. Stückweise darstellen, und das ist dann die Idee. Meine Ansatzfunktionen, hatte ich damals gesagt, sind bekannt. Die sind immer auf einem Knoten 1, wenn es Lagrange Ansatzfunktionen sind, und auf allen anderen Knoten 0. Das heißt, das Wichtige an der Stelle ist, dass ich die Phi I von x kenne. Das sind diese komischen Ansatzfunktionen, die, von denen ich weiß, dass sie auf dem einen Knoten 1 sind und auf allen anderen Knoten 0. Deren Form kenne ich alles schon. Und an der Stelle schon, und das ist der wichtige Punkt, habe ich meine Funktion in Funktionswerte auf Knoten umgewandelt. Hier stehen ja der Wert auf dem Knoten I meiner Funktion, aber nicht mehr dazwischen. Das heißt, ein kontinuierliches Problem habe ich durch diese Wahl der Ansatzfunktion diskretisiert. Ich suche nur noch meine Lösung auf gegebenen Knoten. Dazwischen ersetze ich die Lösung durch diese Lagrange Ansatzfunktion. Das ist die erste Grundidee der finiten Elemente. Damit löse ich schon mal gar nicht das richtige Problem, sondern ich löse ein Problem, indem ich die Lösung durch eine Lagrange Ansatzfunktion mit Hütchenfunktion oder wie Sie das auch immer nennen, ersetzt habe. Ja, wenn ich also meine Lösung hier ersetze, mein U durch diese Lagrange Ansatzfunktion ersetze, steht dann das da drinnen. Und das Problem ist nun, ich habe eine Gleichung. Hier steht ein Differentialoperator vor, ich muss die also irgendwie ableiten oder was auch immer. Ich habe eine Gleichung für n Unbekannte. Auf jedem Knoten n kenne ich meinen Lösungswert nicht. Ui von i gleich 1 bis n kenne ich nicht. Aber ich habe nur eine Gleichung dafür. Wir kommen also zur zweiten Grundidee der finiten Elemente. Zunächst erstmal ist es wichtig, vielleicht nochmal zurückzuschauen. Wenn ich die richtige Lösung habe, die keine Lagrange Ansatzfunktion ist, dann ist das exakt, wenn die Anwendung des Differentialgleichung auf diese Funktion gleich f. Wenn ich hier was Falsches einsetze, kann diese Gleichung gar nicht mehr erfüllt werden. Da steht ja hier an der Stelle eine komische Näherung, eine Interpolationsfunktion und nicht mehr die richtige Funktion. Das heißt, was hier steht, stimmt so rein formalistisch nicht. Ich mache dann hier ein Ausrufezeichen darunter. Soll möglichst nah an f sein. Wird aber nie gleich f sein. Also, was ich im zweiten Schritt eigentlich betrachten muss, ist, wenn ich das jetzt das f auf die andere Seite bringe, hier in der ersten Gleichung, dann ist die rechte Seite nicht 0. Weil wir die Lösung nicht mehr genau treffen. Sondern wir haben einen Rest. Und die Idee ist es, diesen Rest, den man in der Theorie der finiten Elemente Residuum nennt, diesen Rest zu minimieren. Er wird nie gleich 0 sein. Ich möchte den Rest minimieren. Hier steht nicht mehr die richtige Lösung. Hier steht eine Näherung an die Lösung. Das heißt, die Anwendung des Differentialoperators minus die Inhomogenität wird nicht 0 sein. Ansonsten hätte ich ja die richtige Lösung. Also kommt ein Rest heraus, dieser Rest heißt Residuum, und die Idee ist es nun, und das ist die zweite wesentliche Idee der finiten Elemente, dieses Residuum zu minimieren. Ja, und ich hatte eben schon auf ein Problem hingewiesen, was wir jetzt schon lösen. Wir haben immer noch eine Gleichung für n Unbekannte. Eine Gleichung für n Unbekannte, und ich brauche eigentlich für n Unbekannte n Gleichungen, um daraus ein Gleichungssystem zu machen. Das haben Sie in der Schule gelernt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir aus dieser einen Gleichung n-Gleichung. Ja, und die Idee besteht da drin, diese Gleichung jetzt einfach mit n unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Funktionen zu multiplizieren. Ich mache also künstlich aus einer Gleichung n-Gleichung. Das ist der nächste Schritt, damit ich das System überhaupt lösen kann. Und das mache ich dadurch, dass ich mit einer anderen Funktion, und die nennt man Wichtungsfunktion, w, die Gleichung multipliziere. Einmal mit einer ersten Wichtungsfunktion, dann mit noch einer Wichtungsfunktion, dann mit noch einer Wichtungsfunktion. Insgesamt mit n Wichtungsfunktionen, und dann bekomme ich n Gleichung. Gleichung 1 ist unsere Grundgleichung mit Wichtungsfunktion 1 multipliziert. Gleichung n ist unsere Grundgleichung mit einer n-ten Wichtungsfunktion multipliziert.
Und jetzt kommen wir schon zu einer Spezifikation der finiten Elemente. In manchen Verfahren sind die Wichtungsfunktionen genau die Ansatzfunktion. Dann nennt man sie Galerkin-Verfahren. In manchen Verfahren sind Wichtungsfunktionen anders als Ansatzfunktionen. Dann nennt man sie manchmal Budnov-Galerkin-Verfahren. Also hier wäre schon eine Variation da drin. Ja, ich nehme sie also mit verschiedenen WJs mal. Und dann integriere ich die Funktion über das gesamte Gebiet. Warum integriere ich die Funktion über das ganze Gebiet? Weil dann bekommen diese Funktion, die ja immer noch eine Funktion über das gesamte Gebiet ist, wenn ich etwas integriere, wird aus einer Funktion eine Zahl. F von x zwischen 5 und 7, x Quadrat zwischen minus 1 und plus 1 integriert, ergibt eine Zahl. Welche auch immer. Und genauso gilt das hier auch. Wenn ich diese Interpolationsfunktion, die ich jetzt ableiten muss in irgendeiner Form oder was auch immer machen, was dieser Differentialoperator hier darstelle, wenn ich die über das gesamte Gebiet integriere, kommt am Ende eine Zahl heraus. Und damit bin ich jetzt irgendwie bei einem Matrixsystem. Ich möchte zunächst erstmal, dass das Residuum multipliziert mit den Wichtungsfunktionen möglichst klein ist oder gleich 0 ist. Das ist der erste Schritt. Das heißt, hier steht dann dementsprechend wieder ein gleich 0, wenn ich das mit den Wichtungsfunktionen multipliziere. Ja, jetzt bringe ich das wieder zurück auf die andere Seite. Jetzt integriere und gehe zweitens davon aus und, oder weiter davon aus, dass unser Differentialoperator linear ist. Linear heißt wieder eine Spezifikation, die zu verschiedenen Variationen in der finite Elemente-Theorie führt. Ich gehe davon aus, dass er linear ist. Ich kann ihn also unter die Summe ziehen. Das UI ist ein Vorfaktor, das ist der Wert auf dem meiner gesuchten Funktion auf dem Knoten i, ist also eine feste Zahl. Ich kann den Differentialoperator also auch hinter das UI ziehen. Und dann steht hier das, dass ich also das in die Summe gezogen habe, den Differentialoperator, und nur noch vor der Wichtungsfunktion das steht. Nur noch das vor der Wichtungsfunktion steht. Meine Wichtungsfunktionen sind jetzt die Ansatzfunktionen, das heißt WJ ist Phi J, und dann habe ich hier letztendlich etwas ganz Komisches stehen. Hier vorne ist mein gesuchter Wert auf den Knoten, den kenne ich noch gar nicht. Hier hinten steht ein Integral bekannter Lagrange'scher Ansatzfunktionen, die ich in irgendeiner Form, die kenne ich, die leite ich ab in irgendeiner Form. Hier steht meine Differentialgleichung. Das heißt, jetzt mache ich meine Differentialgleichung mit dieser bekannten Ansatzfunktion. Nehme sie mit einer bekannten Wichtungsfunktion mal und integriere das Ganze über das Gebiet. Das Wichtige an der Stelle ist, dass das, was ich hier einkringel, irgendwie berechenbar ist, weil da kennen wir alles. Es ist kein Spaß, das zu berechnen, aber das ist berechenbar. Nur das hier vorne ist nicht bekannt, das UI. Genauso kennen wir auf der anderen Seite die rechte Seite, die ist gegeben, der Differentialgleichung. Die nehmen wir mit unserer Wichtungsfunktion mal und integrieren sie über das Gebiet. Das heißt, wir integrieren Bekanntes über das Gebiet. Und damit ist auch die rechte Seite eine Zahl oder beziehungsweise ein Vektor von n Zahlen. Jetzt müssen wir also nur ein Programm für eine Differentialgleichung schreiben, die rechte Seite, die bekannte rechte Seite über ein Lösungsgebiet integriert. Wir müssen unsere Ansatzfunktionen, müssen diesen Differentialoperator auf diese Ansatzfunktion anwenden, das nochmal mit einer anderen Ansatzfunktion mal nehmen, und dann steht hier eine Matrix, nämlich IJ. Hier steht ja ein I und ein J und die sind hier sehr unterschiedlich. Wenn ich hier also Phi 1 nehme und J1, kommt hier ein 1-1-Element raus. Wenn ich hier Phi 1-J2 nehme, kommt ein 1-2-Element raus. Das heißt, das zusammen ist eine Matrix von Zahlen. Eine Matrix von Zahlen, multipliziert mit UIs und darüber die Summe genommen. Das ist nichts anderes als ein Matrix-Vektorprodukt. Ja, und das habe ich hier mal hingeschrieben. Ich habe das doppelt geüberlined. Das nenne ich jetzt, oder das ist eine Matrix. Wenn ich das denn alles bis zum Schluss ausgerechnet habe, dann steht hier also nichts anderes als die Matrix, multipliziert mit einem Vektor, U, dem Lösungsvektor, den ich suche, den Werten auf den Knoten. Und auf der anderen Seite steht ebenfalls ein Vektor, weil hier läuft das für alle Js, hier steht nur ein J. Ich muss das also für n Ansatzfunktionen hier dieses Integral auswerten. Und insgesamt steht hier also nichts anderes als eine Matrix mal die gesuchte Funktion auf den Knoten ist gleich die rechte Seite.
nichts anderes als ein Matrix-Vektorsystem. Und davon muss ich die Inverse bilden oder dieses Gleichungssystem muss ich irgendwie lösen. Ich habe jetzt mal die vielen Pfeilchen und so weiter weggelassen. Und dann steht da nichts anderes als das, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Die gesuchte Lösung ist die Matrix A invertiert, angewendet auf F. So im Prinzip funktioniert die finiten Elemente. Und jetzt können Sie sich vorstellen, denken Sie sich irgendeine Differentialgleichung, wegen derer Sie diese Vorlesung anschauen. Bilden Sie den Differentialoperator daraus, nehmen Sie irgendwelche Ansatzfunktionen, bilden Sie ein Dreiecksgitter, rechnen Sie sich alle diese Terme aus, bauen Sie sich die Matrix aus, nehmen Sie Ihre anderen Terme aus der Differentialgleichung, multiplizieren Sie das mit den Wichtungsfunktionen, integrieren Sie das über das ganze Gebiet, sind alles Rechnungen, die Sie machen müssen. Und am Ende bauen Sie ein Gleichungssystem auf und lösen Sie das mit einem linearen Gleichungslöser und dann sind Sie fertig. Das im Wesentlichen die Grundidee der Methode der finiten Elemente. Wenn wir alle diese einzelnen Teile für verschiedene Differentialgleichungstypen nur mit Leben füllen, dann bekommen wir ein entsprechendes finite Elemente-Verfahren. Das Kochrezept ist also folgendes, besteht bei mir aus 5 Teilen. Wir haben erstens ein Differentialgleichungsproblem. Hier steht kein a, sondern hier steht du nach dt, du nach dx oder sonst was, d Quadrat, u nach dx Quadrat. Wir setzen für die Lösung eine Ansatzfunktion ein. Wir multiplizieren mit irgendwelchen Wichtungsfunktionen, um ein Gleichungssystem zu haben. Wir integrieren über das Gesamtgebiet. Manchmal integriert man auch über ein einzelnes finites Element. Das wäre dann auch. Und wir lösen sich dann das ergebende Gleichungssystem, was linear oder nicht linear sein kann. In den nächsten Vorlesungen möchte ich das erstmal an einem einfachen Beispiel konkretisieren, bevor wir dann zu komplexeren Problemen übergehen.